Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Skandinavien. Und wir sind weiter in unserem Riesenkrieg hier. Erstmal hier ganz kurz die Flotte vereinigen. Und wir haben ja jetzt einiges Armeen stehen, die uns hier belagern. Aber wir haben schon 60.000 Mann auf dem Weg. Und werden jetzt erstmal hier die Österreicher angreifen. Und hoffen, dass wir nicht allzu hohe Verlustquoten bekommen. Wir werden um 2000 Mann pro Monat verstärkt in unserer Heimat. Und haben noch 15.000 Manpower. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, ist die Moral auf Maximum? Ja. Dann werden wir jetzt hier erstmal diese 28.000 Mann vernichten. Wir haben zwar auch ein paar Verluste, allerdings nicht so hohe wie sie. Aber wir haben 5.900 Mann verloren und sie 10.000 ungefähr. Jetzt gucken wir erstmal, sie fliehen nach Lüneburg. Werden wir erstmal gucken, ob wir die Österreicher bekommen. Ja, die haben wir. Dann noch diese hier. Hier haben wir 4% Verlustquote. Okay, das ist noch akzeptabel. So. Moskau annektierte Kasachstan. In Ordnung. So, Mecklenburg haben wir die Belagerung verloren. Ja, da war ich jetzt zu langsam. Gucken wir mal. Akureyri. Bla bla bla. Das ist in Spanien. Das ist von Spanien in Island. Hinterpommern. Ja, Hinterpommern ist unser nächstes Ziel. Da laufen wir gleich mal hin. 4000 Mann kriegen wir jetzt sogar pro Monat an Verstärkung. Das werden wir hier ganz kurz die Belagerung wieder uns holen, unsere Provinz zurückerobern. Da haben wir 3000 Mann im Gehen vernichtet. Und dann diese 12.000. Ja, die haben erstmal ihre Belagerung abgebrochen. So, ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier mit dem österreichischen Bündnis Frieden schließen kann. Ja, also weißer Friede geht schon mal. So, nein, Provinzen interessieren mich nicht. Ich will nur dieses Bündnis aufkündigen. Das Bündnis mit Brandenburg, bitte. Und dann gib mir noch ein bisschen Geld. Und noch das Bündnis mit Polen. Ja. Das Bündnis mit Sachsen. Das ist doch ganz in Ordnung hier. Vasallen aufkündigen interessiert mich nicht. Okay. Das ist doch ganz akzeptabel, so. Jetzt haben wir da ein bisschen Geld. Unser Staatskasse liegt trotz der vielen Söldner wieder plus. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir noch im Krieg mit Polen, Montenegro, Spanien, Burgund und der Bretagne. Jetzt gucken wir erstmal, können wir mit euch wieder ein Bündnis schließen? Nein. Ja klar, wir sind im großen Krieg, das machen sie nicht. Außerdem ist unsere Meinung hier extrem schlecht, weil sie sich nicht bereit erklärt haben, unserem Krieg beizutreten, dann das Bündnis gebrochen haben und einmal separat Frieden. Das gibt sehr viel Malus. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie erwischen. 31. Oktober. Nicht ganz. Na, immerhin 12.000 Mann haben wir noch erwischt. Die sollten wir jetzt auch recht einfach vernichten. Jedenfalls, wenn wir keine Nuller würfeln würden. Was ist denn da los? Ah, besser. Schon besser. Ich muss schon sagen, mir ist schon öfters aufgefallen, dass die KI echt extrem gutes Würfelglück teilweise hat. Ist echt schlimm. Wo wollt ihr denn hin? Hier. Ach stimmt, die haben ja hier Sachsen geerbt oder sowas in der Art. Aber da laufen wir jetzt nicht hinterher, da kriegen wir zu hohe Verlustquote. Wir gehen jetzt mal nach hier oben. Und gucken mal, ob wir die 48.000 Mann da vernichten können. Die hier den Livonischen Orden angreifen will. Ja, in welchem Bündnis ist denn die Bretagne, bitte? Die ist hier. Gucken wir mal, ob die mit uns einen weißen Frieden schließen würde. Nö. Selbst für 1000 Dukaten würden sie es nicht machen. Ziemlich unrealistisch, aber okay.
2% ist schon eine Menge und schon wieder 3000 Mann. So, jetzt sind wir aber wieder auf unserem Gebiet. Jetzt gucken wir mal. Ja, wir wollen hier eigentlich nicht bleiben. Wir halten einen Anspruch auf Semgallen. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Moral ist ganz oben. Das ist gut. Ist hier ein Fluss? Nee, da wäre ein Fluss, aber da gehen wir ja nicht hin. Was ist das hier? Das müssten Ebenen eigentlich sein. Gucken wir mal. Ebene Wald. Ja gut, ich hoffe mal, wir werden in der Ebene kämpfen, weil da können wir unseren Vorteil am besten ausspielen. Ja, wir verlieren hier leider ein bisschen Moral, weil wir zu viel Kriegsmüdigkeit haben. Aber das sieht doch ganz gut aus. Die Feinde haben sehr hohe Verluste. Ja, gut, wir allerdings auch. Aber wir scheinen doch deutlich zu gewinnen. Ja, 1300, 1300. Ja, die Armee hier wird komplett vernichtet. Sehr schön. So. Gucken wir mal. Wer ist denn da jetzt alles dabei? Montenegro, Polen und der Livonische Orden ist bei uns. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch ein paar erwischen. Nee, die fliehen alle weiter weg. Verfolgen wir sie mal hier noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch welche. Ich glaube es zwar nicht, aber... Nee, okay, die fliehen alle weiter. Dann gehen wir hier zurück. Und werden erstmal hier Wenden zurückerobern. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier zu viele Truppen verlieren. Deswegen teilen wir uns mal hier auf. Dann noch nach Riga. Jetzt gucken wir mal. Sind hier unten schon wieder neue? Ja. Okay, dann werden wir das erstmal ganz lassen und das erstmal dem Livonischen Orden überlassen, hier das ganze Zeug zurückzuerobern. Wenn das denn machen würde und uns nicht folgen würde. So. Ja. Wir werden jetzt unsere Armee hier verschiffen. Holen wir mal hier unsere Transportflotte. Hier können wir mal eine Blockade abspaltend in den Öresund schicken. So. Können wir mit euch einen Frieden schließen? Kann ich, ja. Provinzen abtrennen geht natürlich nicht, weil wir der Verteidiger sind. Aber Geld können wir doch bestimmt ein bisschen was fordern. Ja. Bündnis mit Polen aufkündigen. Kernprovinzen zurückgeben. Nö, interessiert mich nicht. Ein Bündnis mit Ukraine aufkündigen. Bündnis mit Georgien. Interessiert mich nicht. Genua interessiert mich auch nicht. Dann schließen wir hier ebenfalls Frieden. So, damit haben wir die beiden ersten Kriege schon mal gewonnen. Jetzt werden wir hier erstmal die ganzen Söldnerarmeen auflösen. So, jetzt haben wir hier auch keine Verlustquoten mehr. Und dann sammeln wir mal unsere Flotte. Im Kattegat. Und gehen dann in Richtung Nordamerika. Dann gucken wir erstmal, holen wir erstmal hier unsere Flotte hier raus, bevor die hier noch stirbt. Und wieder unsere 13 Handelsschiffe verlieren. 34.000 Mann haben sie hier. Das ist ziemlich doof. Oh, hier verliere ich die ganze Zeit Truppen. Das ist nicht gut. So ist besser. Wir könnten in eine neue Idee investieren. Patriotische Begeisterung. Ja, das machen wir. Damit sparen wir uns... Ja, ich habe gerade beim Falschen geguckt. Ah ja, hier sind wir noch nicht. Neue Ideen könnten wir dann bekommen und eine Universität könnten wir bauen. Egal, ich mache das jetzt trotzdem. Das ist für den Krieg ziemlich gut. Weil wir da 10% weniger Armeeunterhaltmodifikator haben, was extrem viel ist. Ihr seht, wir haben jetzt 42,52 Dukaten pro Monat an Einnahmen. Das ist echt viel. Wir können mal hier noch neuen Berater uns holen. Ja, machen wir mal hier globale Zölle. Bringen unsere Kolonien ein bisschen mehr Einnahmen. Hier haben wir Disziplin. Wir könnten uns auch Moral holen. Ah ne, ich bleib bei der Disziplin. Die Disziplin ist schon echt ziemlich gut. So.
Jetzt haben wir hier 72 Schiffe. 40 militärische Macht für 180 Dukaten. Ja, aber wir haben jetzt sehr viel Geld, von daher ist das ja kein Problem. Ja, Schiffe mal erstmal ein Teil hier von Neva aus wieder. Hier in den Kattegat und der Rest läuft erstmal nach Stockholm. Schließlich können wir nicht die ganze Armee auf einmal transportieren. Genau, das beide wollen wir beides nicht machen. Ja, wir haben sehr viele blockierte Häfen. Ich gucke jetzt mal, würde die Britannia mit mir jetzt weißen Frieden machen? Nee. Ja, sie haben noch zu viele Truppen. Ich muss erst ihre Armee schlagen, bevor sie das machen. So, die sind gleich fertig repariert, dann können die hier der Flotte beitreten. So, dann gucken wir erstmal. Ja, zwei Großschiffe sind ein bisschen angeschlagen. Alle anderen sind auf 100%. Dann gehen wir jetzt erstmal hier nach... Ja, erstmal hier. Die können zwar nicht fertig belagern, aber trotzdem machen wir die ganz schnell kaputt. Diese Armee ist schon beinahe wieder aufgefüllt. Wir kriegen ja sehr viel Manpower pro Monat. 700. Das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt werden wir erstmal diese Flotte hoffentlich vernichten. Ja. Genau. So, die haben wir kaputt gemacht. Sehr schön. Jetzt haben wir hier halt die ganze skandinavische Flotte hier auf einem Fleck vereint. Das ist halt schon ziemlich stark. Und dann gehen wir hier nach Island, meine ich natürlich nicht Irland. Und machen noch die 2000 Mann der Britannia. Und dann geht's in die neue Welt. Währenddessen können wir schon mal gucken, ob wir nicht irgendwie die Koalition gegen uns auflösen können. Da verbessern wir erstmal hier mit Bremen unsere Beziehungen. Und hier auch ein bisschen. Und hier auch ein bisschen. So. So. Die fliehen jetzt natürlich. Ah, wir haben sie erwischt. Sehr gut. Ja, hier auf Island sich zu bewegen, dauert schon eine ganze Weile. Jetzt gucken wir mal. Die sollten wir in einem Sturmangriff für uns holen können. Oder auch nicht. Ah, doch. Aber gerade so. So, belagern wir noch Akuri zurück. Ja, das Kriegsziel ist, wird schwierig zu erreichen sein. Ich werde jetzt erstmal... Oh, da kommt die Flotte der Spanier. 46 Schiffe. Allerdings sind wir natürlich deutlich überlegen. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir haben ein Großschiff erobert. Wieso ist das nicht mehr auf Pop-up und Pause? So. Ihre Flotte liegt jetzt hier. Das ist gut. Und die Britannien nimmt einen weißen Frieden an. Sehr schön. Jetzt werden die hier gleich wieder raus müssen. Und dann von uns vernichtet. Nochmal. Ja, nochmal zwei Schiffe erobert. Sehr gut. Dann transportieren wir erstmal... erstmal reparieren wir unsere Flotte. Die ist jetzt hier ganz schön mitgenommen. Bevor wir hier noch Schiffe verlieren. In der Zeit können wir mal hier die Transportschiffe. Gucken wir mal. Ja, was? Lassen wir die Angeschlagenen hier. Alle anderen gehen dahin und holen unsere Truppen ab. Burgund. Ja, wir haben keine Diplomaten. Holen wir mal den aus Brandenburg nach Hause. Gucken wir mal, ob wir auch mit Burgund einen Separatfrieden hinbekommen. Nee, kein Geld fordern. Geben ihnen ja, 87 Dukaten. Das ist gut. Jetzt haben wir nämlich hier in der Heimat erstmal nichts mehr, was uns nerven kann. Ich denke mal, die Flotte wird jetzt hier ganz sicher ankommen. Schließlich haben wir gerade die komplette Flotte der Spanier besiegt. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier drüben aussieht. Ja, die sind ja natürlich anzahlmäßig sehr überlegen.
Und das Problem ist, sie können eben diese Provinzen total schnell belagern, weil die Shawnees eben so eine schlechte Technologiestufe haben. Und wir brauchen ewig, um sie wieder zurückzubelagern. Von daher lohnt sich das kaum, solange da noch eine Armee steht, weil die das dann sofort wieder zurückbelagern wird. So, wo bist du denn? Da, okay. So, wie sieht's hier aus? Okay, das dauert noch ein bisschen. Bis die da repariert sind, gehen wir mal kurz auf Geschwindigkeit 4. Und unsere Zeit ist auch beinahe schon wieder um. Aber wir holen jetzt hier wenigstens noch ganz schnell diese Truppen nach Island. Und dann denke ich, werde ich den Part beenden. Oder vielleicht setzen wir auch noch über nach. Nach Nordamerika. So. Hier könnte man hier nach Casbeck fahren. Obwohl, nee. Wir werden erst hier uns mit der kompletten Flotte vereinen, bevor wir hier noch unsere Truppen verlieren. Diese Belagerung wird gleich gewonnen sein. Ja. So, wie sieht's hier aus? Genau, das passt. Soweit. Ja, nehmen wir mal hier noch alles mit, was wir können. So. Okay. Und dann auf hier hin. Schicken wir diese Armee schon mal dorthin, damit wir sie dann gleich vereinen können. Eventuell können wir dann dort nochmal ein paar Söldner ausheben. Dann sollten wir zahlenmäßig doch schon überlegen sein. Spanien bietet uns einen Frieden an. Mecklenburg und Gotland in die Unabhängigkeit entlassen. Ich glaube, euch geht's so gut. Ganz sicher nicht. Jetzt haben sie nämlich Angst. Weil wir natürlich überlegen sind, wenn wir nur gegen sie kämpfen müssen. Das sind jetzt nur noch sie, oder? Savoyen noch. Okay, die sind natürlich auch keine Gefahr. Gucken wir mal. Ah, die sind in der Personalunion. Okay. Mit Spanien. Okay. So, wo bleibt unsere Flotte? Da ist sie. Das sieht doch ganz gut aus. 32.000. Dann gehen wir hier nach Nyastockholm. Und hier mal noch. Ach, können wir nicht. Verdammt, stimmt ja. Das ist eine Überseeprovinz. Ärger. Naja, gut, die müssen eh noch ein bisschen reinforcen. Also von daher passt das schon. Dann holen wir noch diese 18.000. Und dann haut es schon hin. In Pernakuk haben wir wieder Patrioten. Die machen wir kaputt. Wir sind da ja schon auf dem Weg hin. Polen schloss Frieden mit Frankreich, weißer Friede. Okay. Ja, das war kein Problem. Hier haben wir 1% Verlustquote. Gehen wir hier nach Nya Göteborg und dann gucken wir mal, ob sie uns eventuell angreifen. Dann sollten wir nämlich eigentlich einen Defensivbonus bekommen. So. Ihr kommt dann gleich mal hierher. Und dann gucken wir mal, wie diese Schlacht hier ausgeht. Was haben die denn so für Ideen? Defensivideen, spanische Ideen. Gucken wir mal, wo gehen sie hin? Ja, okay, sie greifen uns nicht an. Was dann erstmal hier noch unseren Tech. Jetzt können wir hier noch unsere Kavallerie ein wenig verbessern. So, wir brauchen noch 1600 Mann, dann ist unsere Armee komplett reinforced. Ja, das geht in 2 Monaten. Gucken wir mal, hier können wir hinlaufen ohne Probleme. Dann tun wir das. Wenn sie jetzt Mano Khan belagern, dann werden wir hier Nya Westeras zurückerobern. So. Und ihr könnt dann gleich hier nach Nya Westeras in den Hafen fahren und dann sollten wir in der Lage sein, sie zu besiegen. Vorpommern ist konvertiert, jetzt nur noch Riga und dann sind wir komplett fertig. So, ja, warten wir mal noch einen Monat, bis die Moral wieder ganz oben ist. Ja, noch einen Monat. So, hier können wir weiter unsere Technologie. Oh, das ging jetzt aber sehr schnell. Da gehen wir gleich da. Ich hoffe, sie lässt sich. Ah, wir warten noch. Ich will sie jetzt noch nicht angreifen. Obwohl, eigentlich könnte ich sie schon angreifen.
krieg hier aber, glaube ich, einen Flussüberquerungsmalus. Aber ich hoffe, wir gewinnen das trotzdem. Ja, die würfeln extrem gut. Oh, ein bisschen langsamer. Ja, wir haben mittlerweile ja genug Inflationsreduktion, oder? Ja, von daher können wir das ohne Probleme durchsetzen. So. Die würfeln ja nur Achter hier und wir würfeln nur so Mist. Gibt's ja wohl nicht. 8, 6, 0, 4, 7. Ja, das gewinnen wir. Sehr schön. 0, 4, 0, 4, 9, 4, 6, 3. Sehr schön. So, wo fliegen sie denn jetzt hin? Nach Cherov. Ja, ich schätze mal, sie wollen jetzt bis ganz hier unten hin fliehen. Da verfolgen wir sie erstmal. Danach werden wir hier alles zurück belagern. Wenn wir Glück haben, haben wir dann auch gleich hier die das Kriegsziel erfüllt und kriegen dann Punkte über Zeit. Das wäre sehr gut, weil bis wir das alles belagert haben, zurück, das dauert eine Weile. Bremen hat uns beleidigt mal wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir hier wenigstens ein paar Provinzen uns fordern können. Böhmen bietet uns wieder ein Bündnis. Ja, das können wir eigentlich machen. Wir haben jetzt erstmal keine Expansionsmöglichkeiten mehr hier. Außer Brandenburg-Bremen könnten wir eventuell vassalisieren, aber erstmal müssen wir uns hier vor diesem Krieg erholen, bevor wir irgendwas machen. So. Unser General ist tot. Allerdings nicht der hier, das ist gut, weil der ist nämlich ziemlich toll. Der hat uns in diesem Krieg sehr gute Dienste erwiesen, muss ich mal sagen. Und wir könnten mal unsere Kolonisten senden. Senden wir mal einen hier unten hin. Einen hier. Die müssen da ja nicht unnötig nur rumstehen und nichts machen. So, sie fliehen weiter. Nach Muskogee. Wollen sie wahrscheinlich irgendwo so hier hin. Gucken wir mal. Nein, dann wollen sie nach Manakan. Monarchan, ihr wisst, was ich meine. So, ja, wir haben hier leider immer noch Verlustquoten. Was sind das hier? Kriegsche Nationalisten? Nee, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So, diese Armee haben wir komplett vernichtet. Jetzt werden wir erstmal hier einen Monat warten und dann hier einen Sturmangriff machen. Hier sind ja nur 1000 Mann, das sollte kein Problem sein. Hier haben wir schwedische Patrioten, das ist sehr schön. So. Verlieren wir natürlich wieder ein bisschen Manpower, aber das passt schon. Dann teilen wir uns hier unsere Armee auf. Ihr könnt hier belagern, ihr geht mal hier unten hin, die spanischen Provinzen belagern. So, wir haben es noch nicht geschafft, das Kriegsziel zu erfüllen. Bräuchte noch ein paar mehr Schlachten. So, jetzt gucken wir mal, was bieten sie uns an. Vassalisierung von Livonischen Orden beenden? Nö, meine Freunde. Ganz sicher nicht. Ja, als erstes machen wir hier noch ganz kurz die Nationalisten kaputt. Und dann können wir eigentlich auf Geschwindigkeit 4 gehen. Hier ist jetzt keine Gefahr mehr. Mal hier unsere Flotte raus senden und ein bisschen blockieren. So. Oh, hier sind wir jetzt schon auf 21%. Das ist natürlich optimal. Ah, die Patrioten sind ja auch ganz gut. So, wir könnten hier die letzte Idee durchsetzen, aber das lassen wir erstmal. Wir wollen jetzt hier noch die Technologie haben. Und an was ich sehr interessiert bin, ist hier diese Insel. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Auf, ja, heute. Die komplette Insel, keine Ahnung. Und hier Florida natürlich auch noch ein Ziel. So, wir können nochmal einen Diplomaten lossenden, um Beziehungen zu verbessern. Gucken wir mal, Montenegro. Ich verstehe mal nicht, warum Montenegro überhaupt in der Koalition ist. Wir haben freundliche Beziehungen, sie haben keine einzige aggressive Expansion, das ist ziemlich unrealistisch. Vielleicht einfach nur, weil ihr Bündnispartner drin ist, das ist durchaus möglich. Allerdings muss ich sagen, dass das Koalitionssystem der KI doch schon äußerst merkwürdig ist, weil es überhaupt in keinster Weise von den Beziehungen abhängt teilweise, wie jetzt eben dort.
In unserem Multiplayer-Spiel hatten wir ein ziemlich großes Problem, weil Frankreich die ganze Zeit eine Koalition, übertrieben starke Koalition gegen sich hatte, obwohl er gar nichts gemacht hat. Das war ziemlich merkwürdig. Und dann machen wir hier schön weiter Belagerung. Sie wollen jetzt hier unbedingt Frieden haben. Shawnee dreht irgendwas ab. Nö, die Forderungen werden ja immer größer. Was habt ihr denn für ein Problem? Sie verlieren Kriegspunkte und fordern mehr. Das macht Sinn, oder? Brandenburg hat Bremen den Krieg erklärt. Eroberung. Gerade eben waren sie noch beide gegen mich. So, hier gibt es nichts mehr zum Blockieren. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Oder da ist eigentlich ganz gut, wenn wir da keine Verluste bekommen. Denn da haben wir drei Provinzen von ihnen, die wir blockieren. Ja, das ist gut. Das ist optimal. Ah, hier, die Shawnees sind jetzt hier auch schon am Zurückerobern. Das ist auch gut. Frieden mit Neapel. Neapel wird alle Verträge aufkündigen. Ja, Frankreich wird alle Verträge mit Venedig aufkündigen und zahlt 100 Dukaten. Okay, da sind wieder Nationalisten. Die werden wir gleich wieder niedermachen. Ja, diese Kolonien will ich nicht, aber hier in der Karibik ist schon ganz interessant. Eine Stabilität mal wieder, okay. Der Komet, ich hasse ihn. So, wir können ein bisschen was bauen. Ja, machen wir mal hier ein paar so Handelskompanien. Dann können wir nämlich unseren Dominanz im Pelzhandel ganz gut ausbauen. Ja, nicht so viele. Hier lieber in Östergotland anstatt in. Wie heißt es denn? Hab den Namen vergessen. Ah, Kola, genau. So, 56% sollte jetzt bald mal fallen. Ja, sie verlieren hier schon an Verteidigungspunkten und ich sehe gerade, sie haben hier eh nur 500 Garnisonen. Aber wir haben auch nur 3000. Das wäre keine gute Idee, da jetzt anzugreifen. Dann, ja gut, wir können eigentlich mit denen hier weiter belagern und mit denen das gleich machen. Spalten wir hier eine Belagerung ab. So. Nö, hier ist nichts Wichtiges. Wie viel Geld bekommen wir? 26 pro Monat, das ist doch ganz gut. Nicht die gleiche Religion. Ja, ist natürlich doof. Oh, animistisch gibt es ja sehr viele Nachteile. Festungsverteidigung minus 50. Krass. Kein Wunder, dass die so schnell fallen. Wie sieht's mit euch aus? Auch nicht, ne? Falsche Religion. Tja. Wo könnten wir noch unsere Beziehung verbessern? Ja, hier. Da können wir den nämlich gleich mal annektieren. Den Livonischen Orden. Was wollt ihr? 700 Dukaten. Ich glaube, euch hackt's. So. So, damit ist hier die Belagerung auch gleich fertig. Wettbewerbsvorteil. Der Kampf um Handel in der Welt ist von Wettbewerb geprägt. Doch einer unserer Händler konnte mit lokalen Lieferanten einen Vorzugsdeal aushandeln. Auch wenn dieser Deal nicht ewig gelten wird, bringt er uns jedenfalls im Moment ordentlich Wechselgeld in die Kassen. Und ich habe mal wieder vergessen, den Part zu beenden. Aber ihr seht, wir haben trotz extremer Übermacht diese drei Kriege gewonnen, beziehungsweise zwei gewonnen und den nächsten werden wir jetzt demnächst gewinnen. Und ja, ich hoffe mal, es geht so gut weiter wie bisher. Und ich hoffe, euch haben diese Parts gefallen. Und dann verabschiede ich mich für heute von euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Europa Universalis 4. Bis zum nächsten Mal.